Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Uncharted Among Thieves. Zuletzt sind wir in einem kleinen Bergdorf aufgewacht, nachdem Nathan einige Tage ausgeruht hat. Unter anderem sind wir einem älteren Herrn begegnet mit dem Namen Carl Schäfer, der uns nach einer kleinen Unterhaltung aufgefordert hat, Nachforschung in einer Höhle zu machen. Mit Begleitung von Tense werden wir dieser jetzt nachgehen. Was werden wir wohl da finden? Das erfahrt ihr jetzt. Und los geht's. Natürlich ist Tense schon mal vorgelaufen. Ah, da ist er ja. Wow, verdammt tief. Ja! Oh ja. Das ist nicht zu knapp. Aha, gib mir etwas. Ich verstehe kein Wort. Oh Mann, da kommen wir ja niemals rüber. Was hast du da? Was? Ein Seil hat er da. Sieht man doch. Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Show, Shiva Mare! Ja, ich mache ja schon. Bin nicht zu, Show! Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Okay, hier ist nichts. Ah, noch unten. Immer weiter runter. Wow. Genau, das habe ich auch gedacht. Ah, da glitzert was. Sehr schön. Meine Güte, was für eine Eishöhle hier. Boah, ziemlich eng. Das Eis sieht schön aus. Nee, hier ist nichts. Also weiter. Migetada! Wir sollen wohl nach unten gehen. Dann machen wir das mal. Oh oh. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Pinedo. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Die Dinger beißen, weißt du? Ach, sag an. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Wölfe beißen. Ich hab gedacht, das wären ganz harmlose Tiere. Achso, hier sind wir ja hergekommen. Ja, ich komme ja schon. Okay, etwas Anlauf und. Hopp. Geschafft. Boah. Ich hab gedacht, der Schwung war ein bisschen zu wenig. Hey, was soll die Eile? Hallo? Uiuiui. Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Ja, ich komme schon. Was hast du gefunden? Roddy Schäfer, gib mir ihm ein Patsche. Der ist schon eine ganze Weile tot. Da. Der Gintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Boah. Diesmal du besser. Mann, das ist ja echt mörderisch gefährlich. Tja,
Stenzel, los! Okay, ich helfe dir hoch. Mogo, Mekraya. Was? Ja, ja, bin da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst, was? Okay. Ein falscher Schritt und es geht tief nach unten. Dass Nathan sich da überhaupt festhalten kann bei diesen Eisteilen da, das ist ein Wunder. Da würde man noch im wahren Leben noch abrutschen, wenn man nicht so eine Pickaxe oder so hat. Der schafft. Genau diese Teile meinte ich. Diese Dinger da. Und da drüben sehe ich wieder einen Schatz. Nein. Boah. Leck mich am Arsch. Das war knapp. So. Wieder ein Schatz. Und wieder ein Schatz mehr in der Sammlung. Und nun darüber. Nein. Okay. Ich habe gedacht, das wäre ein Haltepunkt für ihn. Das war wohl falsch. Also sollte ich nächstes Mal wieder ein bisschen genauer hinsehen. Es sah wirklich einen Vorsprung auf, wo man hätte hinspringen können. Ja. Wieder passieren. Aber die sollten nicht passieren. Jetzt passe ich noch mal genauer auf. Okay, das ist auf jeden Fall. Wo dann? Und ist er? Ja, ich sehe das Seil da. Soll ich darüber springen etwa? Jetzt kommt wieder runter. Und so. Und jetzt müssen wir wieder hier rüber springen. Und schon, ich fang dich! Hab dich! Ja, bitteschön, du schuldest mir was. Drück die Zähne. Tja, da muss man ordentlich Kraft in den Händen haben, um einen anderen schweren Mann zu tragen. Ob ich das im wirklichen Leben geschafft hätte, das bezweifle ich. Da muss man wirklich gut trainiert haben und Kraft haben. Okay, und rüber. Nochmal Schwung holen. Und. Ja. Okay. Wir sind quitt. Wir sind quitt. Ketje, mach so. Na je. Ja, ja. Ja, komm mal so. Ja. Das hörte sich irgendwie an wie ein Wolf, der gequält wurde.
Ist er da vielleicht runtergefallen? Ist aber nichts zu sehen hier unten. Na gut, ist auch ein ziemlich weit nach unten. Sieht auch nichts wirklich. Was. So ein Mist. Die Schenala. Was war das? Kare. Das? Was war das? Na, guck mal. Gibt ja die Sedan. Schenanzabu Resha. Ja, komm schon. Die Tatsin ja wo mare. Tenzin, wir müssen weiter. Okay, die Würfel sind nicht nach unten gefallen, die wurden aufgeschlitzt. Das sieht aus wie von einem Eisbären oder was. Aber warum sollen hier in dieser Höhle Eisbären sein? Warum sollen die das machen? Oh, hier wird's aber dunkel. Okay. Sollen wir jetzt hier warten? Ne, wir sollen zuvor gehen. Wir sollen also vorgehen. Okay. Und. So. Oh oh. Was zum Geier ist das? Ist das ein Affe? Ja! Nein, definitiv kein Affe. Das sieht aus wie ein Yeti. Was war das? Aber Yeti existieren noch gar nicht. Pikere! Die Yagumare! Okay, gut, warte hier. Hier! Sacha de la Tombe, Sir! Warte. Mal sehen, was wir hier finden. Hier soweit. Okay, hier geht's tief runter. Auf jeden Fall geht es hier nicht weiter. Ist hier irgendwas? Nein, hier geht auch nichts. Und hier auch nichts. Okay, dann geht es da wohl da hinten weiter lang. Na gut. Sind wir in der Falle. Super. Da reinzufallen wäre nicht so schön. Eiskalt. Eiskaltes Wasser. Na gut, das war Gott sei Dank nicht tief. Weiter. Ja, super. Sehr gut. Super. Gut. Und hier. Und ein Schatz. Sehr schön. Ja. Okay, vorsichtig runterklettern. Hey, Schäfer lässt grüßen. Ach, hoffentlich ist die geladen. Er scheint sich wohl selbst erschossen zu haben. Oder er wurde erschossen. Auf jeden Fall mit direkter Kopfschuss. So. Da müssen wir wohl. Ne, hier. Ne, da können wir gar nicht hoch. Hey! Oh, oh.
Munition. Diese blöden Pistole. Was war das? Nie Lapsunge, don't they can't that re? Kein Wort verstanden. Boah, was zum Geier ist das für ein Vieh? Komm, ich helf dir hoch. Wie soll ich jetzt hochkommen? Vorsicht. Die Typen sind gestorben wie die Fliegen. Hier ist aber nichts. Da unten waren wir eben. Geschafft. Ja. Die Treppe. Oh, langsam wird's interessant. Ja. Kapitel 18.
Herz aus Eis. Sehr willkommen. Sehr einladend. Wow. Such a Ningba shoot resha. Ein Toredo. Wow. Um was wollen wir wetten, dass wir zu dieser Statue müssen? Ja, Hagen des Toge. Und sehr viel können wir darum wetten, dass wir genau dahin müssen. Und wie wir da hinkommen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt denen einen Daumen hoch, hinterlasst ein paar Kommentare und wenn ihr keinen Part verpassen wollt, ist Abonnieren angesagt. In dem Sinne wünsche ich euch was und bis demnächst.